Du betrittst feindseliges Gebiet, wurde uns gerade, beziehungsweise für mich gerade, für euch am Ende der letzten Folge, falls ihr es noch gesehen habt, gewarnt. Wenn nicht, seht ihr es jetzt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Da können wir her. Da haben wir ein Knochenartefakt. Hier wird ein starker Taten gebraucht. Ich probierte ihn einst. Ein Geschmack wie es flüssig destilliert. Die Bordelle siedeln sich rund um die Destillerien an. Sie sind gut. Natürlich. Und nochmal zur Erinnerung, falls ich mich irgendwie komisch verhalten soll von... verhalten sollte von der Steuerung her. Ich kann meine rechte Maustaste nicht benutzen und muss deswegen die ganzen Kräfte mit einer anderen Tastaturtaste belegen, für diese Session zumindest. Heilkräuter. Ah ja, das war, glaube ich, eine kleine Falle, die wir jetzt umgangen haben, beziehungsweise die wir deaktiviert haben. Sagt, er sei wie ein Geist mit einer Armee von Schatten, die ihm vorausgehen. Ist der nicht so ein Boss-Fletcher? Nein, nein, der ist komisch drauf. Der rät sich mit Verrückten und führt Rituale und sowas durch. Noch ein Artefakte und so. Und ist ängstlich. Ob ich Angst habe? Kauf ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde vom Urzer, der berührt hat, Dunkelkräfte erhalten. Der schlitzt dich auf. Von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk zwischen Weinern und wilden Hunden. Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Und von Slackjaw, von dem hier gerade die Rede war, haben wir natürlich auch schon gehört. Vornehmlich von der Lumpengräfin, die ihn gar nicht mag. Ich meine, ich bin meiner Maus hier auch dankbar. Sie hat mir lange treue Dienste erwiesen. Vielleicht sollte ich auch mal vorsichtshalber die Betäubungsbolzen ausrüsten. Falls mir doch irgendwas passieren sollte, was ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Die beiden sind natürlich jetzt ein wenig problematisch. Kommen wir denn... kommen wir rein. Da liegen bestimmt noch Sachen. Shit. Was glotzt du so blöd? Liebe Leute, da muss ich mich gerade doch arg konzentrieren. Ich habe das Kabelwerkzeug gerade wieder für so einen Projektilwerfer gehalten, aber haben wir genug von? Haben wir genug von. Das Problem ist, hier kommen wir auch nicht weiter.
Ich dachte es fast, aber nein. Das war nur ein kleiner Bonus. So, und jetzt schauen wir mal eben. Irgendwas Gutes gefunden? Wie kamen wir denn hier rein? Ach, hier ist eine Tür. Okay, wir sind drin. Das ist immerhin schon mal ein kleiner Zwischenerfolg. Mal ein Knochenartefakt, die nur zur Wiederholung ja auch immer zufällig irgendwo platziert werden, was ihre Wirkung angeht. Die Knochenartefakte, das habe ich noch nicht ausdrücklich so erwähnt, aber das könnt ihr euch vielleicht denken, es sind so passive Kräfte und mit den Runen können wir uns ja die aktiven freischalten, was ich auch so ein bisschen vergessen habe, denn das können wir ja auch immer zwischendurch machen. Ich hatte so im Kopf, dass, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil Piero so ein Hauptcharakter ist, wenn es darum geht, Munition oder so nachzukaufen, dass wir dort die Runen auch nur irgendwie anwenden können. Aber was natürlich Blödsinn ist. Wir können uns jederzeit hochskillen, wenn wir... Du hast 0 Rune. Das ist nicht gut. Wenn wir genügend Runen zwischendurch gesammelt haben. Aber gerade... Ich weiß nicht, inwiefern das den Chaos-Faktor affektiert, wenn ich hier diesen Schwarm hätte und angreifen lassen würde. Denn ich möchte hier eigentlich niemanden töten. Ich möchte ja... Okay. Windstoß. Ich möchte ja eigentlich niemanden töten. Wie gesagt, ich möchte ja so schleichend und so geisterhaft wie möglich hier durchlaufen. Manche werden sich jetzt schon vor Lachen krümmen. Ja, nee, ist klar, Dave. Das schaffst du auf jeden Fall. Na, wartet mal ab. Manchmal schaffe ich es und manchmal nicht. Und wir können natürlich auch Fähigkeiten, die wir schon haben, hochleveln. Ich glaube, das sollten wir demnächst mal machen. Beherrschung, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber es ist eine theoretische Frage, die sich praktisch nicht stellt, um nochmal mit Helmut Schmidt zu reden. Denn, liebe Leute, wir haben keine Runen zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, die längeren Texte werde ich nicht vorlesen. Könnt ihr pausieren, wenn ihr möchtet, und wenn nicht, dann lasst es sein. Ist so ein kleines, Werbungsschreiben, sag ich mal. Na, war das was? Nein, das war nix. Ah, das ist vielleicht von Sledger. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachspaste und 2 Teile Zuckerwasser. Und das war's. Je mehr du von den echten Zeugs reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen und desto geringer ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsverein, Slackjaw. Das haben wir ja noch gar nicht wieder verwendet. Stimmt. Da können wir hoch. Ah.
kann da aber nicht wirklich was machen, denn das würde er, glaube ich, sehen. Da ist noch eine. Ich könnte vielleicht da die Dingens hoch, wenn er sich irgendwie umdreht. Zwei mögliche Wege, die wahrscheinlich zum gleichen Ziel führen. Nee, er steht immer noch da. Der Hans da ist. Und die anderen beiden stehen auch immer noch da. Ja. Etwas ungünstig hier gerade. Oder wir können uns auf das Rohr drauf blinken, aber naja, ob das reicht. Wollte da dran. Ich will an das Dingens dran. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Ach so, eins weiter können wir noch. Shit. Das machen wir nochmal anders. Aber ich habe, glaube ich, jetzt eine Idee, wie wir das am besten hinbekommen könnten. Und zwar... Irgendwas stimmt. Vorsicht! Hallo? Okay, nee. Was haben wir denn noch als Ausrüstung? Springmine. Das sind alles... Ja. Ich habe eine andere Idee. Das ist ja auch das Schöne an diesem Spiel. Man kann ja so ein paar Sachen ausprobieren. Also man kommt hier nicht vorbei, ohne dass man da irgendwas auslöst oder auf sich aufmerksam macht. So, das hatten wir. Oder sehen die das nicht, wenn ich den ummurkse? Ich erinnere mich. Ramsley-Auftrag. Nach dem Speiseaufzug. Ja, er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Ein paar Leute trainieren mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Ach, da unten ist auch noch einer. Eine komische Maschine. Eine Frau, die lacht. Ja, ich warte, dass er stehen bleibt und dann... Da steht er, glaube ich, ganz gut. Das hat ihn erschreckt. So. Und er war nicht betrunken? Sagt, er hört's nachts immer noch, als seinen Bruder. Er nie gefunden. Echter Schenkelklopfer, Rodney. Gut, jetzt bin ich dran. Na, lass hören.
Na gut, pass auf. Der Eselmann schlief mit der Kugel. Machten laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hat indes das Schlachtermesser zur Hand und sorgte für Ruhe und Frieden. Oh ja, klar. Die Ehefrau hat beide erstochen. Ja, ja, ganz genau. Jetzt bist du dran. So, ja, ich hab eins. Fertig? Da hinten lagen noch Sachen, das weiß ich wohl. Ach shit. Ach Mist. Ja, verklickt. Mist, verdammter. Ah, hier im nächsten Raum, würde ich sagen. Ah. Mal sehen, was da drüben vor sich geht. Ich dachte, die Treppe wäre hier hinten gewesen. Ach, das war der einzige hier. Oh. Ah, das klang nicht so gesund. Ja. Ja. Ja, das ist alles doch herzallerliebst. Man hört auch das Knochenartefakt schon singen, wie man es hier so schön nennt. Okay, ich leg dich, glaube ich, doch mal woanders hin. Das ist übrigens auch schön, das könnte man bei Thief nicht. Man kann, obwohl man eine Wache auf dem Arm hat, Türen öffnen und schließen. Liegt unauffällig da, liegt unauffällig da. Die Folge ist übrigens schon längst zu Ende, aber das wollte ich noch geschafft haben. Bis zum nächsten Mal.